der zweite Heimsieg nacheinander. Die Stimmen zum 2:1 gegen den FCA am Tag danach. Ja, es war ein schweres Spiel, aber wir sind zufrieden. Wir haben 2:1 gewonnen. Und ja, ich habe gesagt, wir sind zufrieden und ich bin zufrieden, dass ich spiele in der ersten Elf. Ja, ich glaube, in unserer jetzigen Situation haben wir immer Druck. Vor allem in so einem Spiel, wo es für beide Mannschaften um sehr viel geht. Ich glaube, wenn wir das Spiel verloren hätten, dann wäre Augsburg schon ein Stück weggezogen. Das wollten wir natürlich unbedingt verhindern und von dem her haben wir uns gesagt, dass wir an Leistungen von den letzten Spielen anknüpfen sollen und dass wir dann auch gute Chancen haben auf ein positives Resultat und glücklicherweise ist das dann auch so gekommen. Ja, ich mag es. Erste Halbzeit, wir haben in Aufstellung 4-4-2 gespielt und zweite Halbzeit, wir haben gespielt in Aufstellung 3-5-2. Und für mich, das ist gleich für mich. Aber 3-5-2 ist besser für mich. Ich kann mehr nach offensiv, nach vorne. Ja gut, ich glaube, wir haben jetzt in jedem Spiel immer wieder ein bisschen anders gespielt. Also ich glaube, wir variieren da von Spiel zu Spiel. Wir sind sehr flexibel, wenn man das so sieht, dass man auch in der Pause dann das System wirklich wechseln kann und dass wir dann, denke ich, auch quasi noch besser spielen als davor. Ich glaube, die erste Halbzeit war nicht alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb sicher dann auch die taktischen Wechsel. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat es dann sehr gut funktioniert. Und dann, denke ich, haben wir das schlussendlich auch verdient nach Hause gefahren. Ja, das ist sehr wichtiger Sieg. Sehr wichtiger Sieg und ich habe gesagt, wir sind zufrieden, aber Bremen hat gewonnen in Leverkusen. Das ist schwierig für uns. Aber jetzt wir müssen gewinnen in Stuttgart. Die letzten Partien haben wir, denke ich, ein gutes Gesicht gezeigt. Auch gegen Dortmund haben wir 60 Minuten sehr guten Fußball gespielt. Hätten da sich auch was holen können oder was holen müssen, wenn die rote Karte nicht gewesen wäre. Und ich glaube, wir wollen jetzt natürlich unseren positiven Lauf, sage ich mal, jetzt fortsetzen. Wir brauchen natürlich jeden Punkt, den wir kriegen und wir wollen das natürlich jetzt am Samstag in Stuttgart auch so weiter fortziehen und hoffen natürlich da weiter auf Punkte. Drei sollen es werden, Samstag 3:30 beim VfB.